Mein Hemingway ist da. Boah, der Lieferant hat geholfen, das hier reinzuschleppen. Gesamtzuladung über 40 Kilo. Ich glaube 43 Kilogramm waren das. Dann begeben wir uns gleich mal ans Auspacken und an den Aufbau. Folgende Teile sind im Lieferumfang mit enthalten. Den Gepäckträger noch befestigen. Hier unten ist der fette Motor. So, jetzt mal gucken, wie wir den Akku hier rauskriegen. Hier ist ein Drehmechanismus, hier ein Schloss. Nehmen wir an. Ah, okay, das geht. Rausheben. Schweres Teil hier. Das eingesteckt. Ja, hier vorne sind kleine Lüfter. Ein Ventilator. Die Lampe. Einfach nur mit zwei Steckern, die haben so eine Führungsnut drin, zusammengesteckt werden, das ist schon mal ganz gut. Das geht dann sofort. Sollte man in Deutschland auch zum Standard machen, finde ich gut. Jetzt, wo es fertig zusammengebaut ist, habe ich nochmal alle Schrauben nachgezogen. Das kann ja schon mal sein, die sind ja fabrikgefertigt und da kann man nicht immer davon ausgehen, dass alles fest ist. Erster Eindruck, Note sehr gut. Das Bike ist sehr wertig verbaut, also es ist alles sehr robust und die Idee, den Akku im Rahmen zu verstauen, ist glaube ich gelungen. Man muss den Reifen ein bisschen drehen, um dann den Akku auch entnehmen zu können, das ist aber kein Problem. Hier kommt der Schlüssel rein und an diesem Hebel hier kann dann der Akku gelöst werden. Sehr schön gestaltet ist die Kabelführung, das ist durchdacht. Vorne sieht es ein wenig wuselig aus, ist aber auch kein Wunder, da von der Steuerung, dem Tacho, der Schaltung und den Bremsen doch einiges an Kabeln hier zusammenläuft. Es kommt hier sehr gut aus dem Rahmen raus und fügt sich so dem Gesamtbild sehr positiv an. Das Federbein lässt sich hier verstellen, hat eine sogenannte ABS-Funktion, ist auch ganz gut. Die Frontbeleuchtung, die werde ich heute Abend mal im Dunkeln testen, ist aber glaube ich gar nicht mal so schlecht. Was ich hier sehr gut finde, ist das Bremslicht, denn sobald man den Hebel zieht, dann fängt das Licht an zu blinken. Was ich hier eindeutig nachteilig beurteilen muss, ist die Tatsache, dass eine Ortlieb- oder VD-Fahrradtasche mit genormten Verschlüssen hier nicht drauf passt, denn die Stange ist zu dick. Auch passt kein Kinderfahrradsitz hier drauf, denn der Rücksitz ist zu breit und hier unten die Stangen stehen auch noch etwas hervor. Das Teil ist zwar sehr robust und in den USA als Gepäckträger, also als Personensitz zugelassen, aber in Deutschland ja nicht. Und da wäre es gut gewesen, wenn es ein europäisches Modell geben würde, wo hier auch dann die Sitze für Kinder drauf passen würden. Es würde reichen, wenn das 1,5 cm schmäler wäre. Alles in allem ein sehr durchdachtes Fahrrad und ich glaube, ich bin einer der wenigen, die dieses Modell ohne Querstange hier in Deutschland erworben haben. Das ist ja ganz neu in Deutschland auf dem Markt und ich bin mal gespannt, welche Erfahrung ihr so macht. Also ich bereue es nicht, das Fahrrad gekauft zu haben. Für mich ist das eine ganz klare Kaufempfehlung. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Das Rad ist, wirkt ein wenig klobig, fährt sich dann aber allerdings sehr gut. Bei höchster Unterstützung erreicht man auch die maximale Höchstgeschwindigkeit von 25 und dann schiebt sie richtig an, sodass man gefühlt in einer halben Sekunde die Geschwindigkeit auch erreicht hat. Da darf man nicht erschrecken, da muss man sich dran gewöhnen. Die Reifen 4 Zoll und dieses Stoppen, dieses Noppenprofil sind ein wenig laut. Das ist auch ganz klar. Also im Wald, auf dem Waldweg geht es dann wahrscheinlich besser, aber auf der Straße hat man dann doch schon ganz laute Abrollgeräusche.
Und was auch ein wenig laut ist, ist der Motor. Ich dachte eigentlich, dass so Heckmotoren leise sind, aber man hört ihn doch ganz schön rauschen.